Heute nehme ich dich hinter die Kamera mit einem Erlebnis. Vor ein paar Monaten ist mein Mann Leo zu mir gekommen und hat gesagt, weißt du was, ich glaube, es ist Zeit, dass du Podcasts aufnimmst und am besten wöchentlich. Ich konnte damit übereinstimmen und habe mir überlegt, wie wir das Ganze anstellen und dachte, es ist am einfachsten, wenn wir die Aufnahmen jeweils zu Hause machen. Das bedeutet, ich nehme das Filmkamera jeweils nach Hause und dann filmen wir. Einer unserer Söhne hilft uns dabei, er stellt sich hinter die Kamera, richtet das ganze Equipment ein, dann filmen wir und dann bringe ich es wieder zurück. Der Weg ist nicht sehr weit, wo wir wohnen, bis zum Office und das klappt eigentlich ganz gut so. An einem dieser Filmnachmittage hatte ich kein Auto. Und die Frage war, wie bringe ich das Equipment jetzt wieder zurück zum Office? Und ich habe gebetet, dass Gott mir dabei hilft. Und weißt du, während ich so gebetet hatte, hatte ich schon so die Vorstellung, vielleicht kommt ja jemand und klingelt exakt im richtigen Moment an der Haustür und sagt, hallo, hier bin ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du heute Hilfe brauchst. Kann ich etwas für dich tun? Das tönt doch so romantisch. Gut, aber so war es leider nicht. Wir haben gefilmt und dann habe ich das Kamerazeugs aufs Fahrrad gepackt. Der Weg war eigentlich nicht das Problem, weil es ist ja nicht so weit weg, aber dass das Ganze auf das Fahrrad passt und so weiter und so fort, und es ist auch recht schwer, das war die Herausforderung. Irgendwie habe ich es geschafft und am Abend habe ich mir überlegt, wie hat jetzt denn eigentlich Jesus dieses Gebet erhört? Und auf einmal ist mir bewusst geworden, dass ich, nachdem ich das Gebet gemacht habe, eine Frau mit dem Fahrrad gesehen habe. Die hat so zwei Seitentaschen gehabt und in dem Moment ist mir in den Sinn gekommen, dass ich ja selber zwei Fahrradtaschen habe und ich habe in meinem Innenauge bereits die Kameraständer drin gesehen. Das hat eines meiner Probleme gelöst. Und dann bin ich hingefahren und ich wusste nicht, wie ich jetzt wieder absteigen soll, weil die Ladung ist echt schwer hinten drauf. Und da war gerade jemand, der mir sagte, ach, ich kann dir helfen und ich kann es dir auch bis ins Office hochtragen. Und ich habe realisiert, Gott hat mein Gebet erhört, aber anders, als ich mir vorgestellt habe. Und für mich ist wie so klar geworden, Gott erhört die Gebete, aber er macht es nicht einfach für mich, er macht es nicht einfach für uns, sondern wir sind Teil von seiner Gebetserhörung. Ist das nicht fantastisch? Im Kreiszieher von Mark Patterson habe ich Folgendes gelesen. Beten ist schwer, weil wir nicht nur so beten können, als hinge alles von Gott ab, wir müssen auch so arbeiten, als hinge alles von uns ab. Bereitschaft zum Beten reicht nicht aus. Wir brauchen auch Bereitschaft zum Arbeiten. Und im Epheser 3, Vers 20 heißt es ja, Gott kann viel mehr tun, als wir uns nur irgendwie vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und in diesem Moment erinnere ich mich an all die Geschichten in der Bibel von der 90-jährigen Sarah. Die hat nicht einfach ein Baby auf den Schoß bekommen. Jesus gebrauchte sie mit ihrem ganzen Sein, sie und ihren Ehemann. David, er ging selber auf den Feind, den Goliath, zu und hat seine Steinschleuder genommen und diesen Stein weggejagt. Er war involviert in die Gebetserhörung. Und mit diesem Gedanken möchte ich dich heute segnen, dass du siehst, wie Gott dich involvieren möchte, dass dir die Herzensaugen offen sind und du die Möglichkeiten siehst, die Gott dir ja bereits in die Hände gelegt hat, dass deine Fähigkeiten aktiviert werden, dass die Kraft Gottes in dir wirksam ist und du erlebst, wie deine Gebete nicht nur erhört sind, sondern wie du ein Teil von diesem wunderbaren Abenteuer werden kannst. Gott segne dich. Tschüss und bis zum nächsten Mal.